heute gibt es ein kalorienarmes Tiramisu, das nicht länger dauert als 5 Minuten. Ich habe ja alle Zutaten schon vorbereitet. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Falls Fragen sind, einfach drunter kommentieren oder mir in Instagram unter Kiki Branden schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Video. Ich habe hier meine Zutaten vorbereitet. Wir brauchen als allererstes einen Speisequark. Das ist der fettarme mit 0,2% Fett. 500 Gramm. Das gebe ich einmal in die Schüssel. Wer den Geschmack vom Quark nicht so mag, man schmeckt es nicht raus. Die Konsistenz ist nämlich ein bisschen anders, wenn man das Ganze verrührt mit dem Süßungsmittel und ein bisschen Sahne steif. Ist es eine ganz andere Konsistenz als der normale Quark und es ist auch nicht so säuerlich. Dann brauche ich ein Päckchen Sahne steif. Das gebe ich jetzt einmal dazu. Und was ich ganz gerne verwende, ist das Chunky Flavor. Es ist vegan und es ist ein Süßungsmittel. Das ist jetzt Stracciatella. Ich habe das damals bei More Nutrition gekauft. Es hält ziemlich lange und ich verwende es immer ganz gerne zum Backen, weil es halt einfach ein leckeres Süßungsmittel ist, ein Zuckerersatz und es schmeckt unglaublich lecker. Genau, das gebe ich jetzt einmal rein. Wer es nicht hat und auch nicht kaufen will, ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe hier die Alternative. Das ist der Agavendicksaft. Ihr könnt ihr einfach 2 bis 3 Esslöffel reinmachen, gut umrühren. Wenn es nicht ganz so süß ist, dann könnt ihr noch mehr reinmachen. Und ansonsten macht ihr einfach die 2-3 Esslöffel rein und dann schmeckt es genauso gut. Dann habe ich hier einmal 2 so gehäufte Löffel. Die gebe ich jetzt einmal rein und dann rühre ich das Ganze gut um. Dann habe ich einmal die Quarkcreme fertig. Die stelle ich jetzt auf die Seite und dann können wir schon mit Beschichten anfangen. Hier habe ich einmal die Löffelbiskuits. Die sind jetzt ohne Zucker, also die kann man extra so kaufen, dass oben die beschichtete Fläche nicht aus Zucker besteht, sondern einfach ganz normal der Biskuitteig ist. Genau, dann werde ich die jetzt einmal reingeben. Das mache ich einmal, dass der ganze Boden mit den Keksen belegt ist. Genau, dann habe ich hier schon meinen Kaffee zubereitet. Hier gebe ich mit einem Esslöffel gebe ich etwas Kaffee drüber, sodass die ganzen Löffelbiskuits komplett eingeweicht sind. Also ich würde jetzt mal sagen, so 4 bis 6 Esslöffel Kaffee können da auf jeden Fall raufkommen. Dann fangen wir einmal mit der Creme an. Dazu gebe ich circa 1/3, muss gar nicht so viel sein, in die Schüssel und verteile es ganz gut. Die nächste Schicht sind dann wieder Löffelbiskuits. Dazu brauche ich wieder 4 Stück in etwa. Lege sie einmal hier drauf. Weiche das Ganze wieder mit Kaffee ein. Genau, dann gebe ich einmal wieder Kaffee drauf, sodass alles komplett bedeckt ist. Dann gebe ich wieder die nächste Quarkschicht drauf. Da könnt ihr tatsächlich ein bisschen mehr mit auch nehmen. Am besten achtet darauf, dass wirklich 3 Portionen von dem Quark rauskommen, weil eben die obere Schicht auch nochmal mit Quark bestrichen wird. Genau, dann einmal wieder gut verstreichen. So, und jetzt habe ich noch was ganz was Besonderes, das eigentlich nicht zu einem Tiramisu gehört, aber ich liebe es da drinnen, deswegen darf das nicht fehlen. Und zwar habe ich hier Himbeeren vorbereitet. Das sind jetzt tiefgekühlte. Ich habe sie ein bisschen in die Mikrowelle gemacht, damit sie weich sind, die Himbeeren. Und die gebe ich jetzt über die Quarkcreme etwas drauf. Und dann kommen nochmal Löffelbiskuits und nochmal eine Quarkcreme und dann Kakaopulver und dann ist es auch fertig. Aber ich mag es immer gern, wenn es noch etwas fruchtig ist. Und ich finde, Kaffee und Himbeeren kombiniert ist immer sehr lecker. Deswegen gebe ich noch Himbeeren drauf. Müsst ihr nicht machen, wenn ihr nicht wollt, aber ich kann euch empfehlen, es schmeckt richtig gut. Okay, und dann kommen wieder Löffelbiskuits drauf. Ihr könnt die auch ruhig zerkleinern, wenn es nicht ganz reinpasst in die Schüssel. Das ist überhaupt kein Thema. Oder wenn was übrig bleibt, dann könnt ihr es auch selber essen. Dann brauchen wir wieder etwas Kaffee. Das gebe ich dann einmal drüber. Ich habe jetzt eine Tasse Kaffee gemacht, also eine große. Und es reicht genau für ein Tiramisu für 4 Stücke. Okay, dann kommt als Rest noch die Quarkcreme drauf. Genau, es sieht jetzt einmal so aus. Jetzt fehlt noch der Kakao. Den mache ich einmal drüber. Dazu habe ich ein großes Sieb. Ihr könnt auch ein kleines nehmen. Genau, dann macht ihr einfach ein bisschen Kakao rein. Siebt es einmal drüber.
ich habe jetzt mein Tiramisu stehen. Es ist jetzt fertig. Ihr könnt es gerne ausprobieren. Gebt mir einfach Feedback, sagt euch, ob es euch geschmeckt hat. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Zubereiten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!